Hallo und willkommen zurück zu Mega Man Battle Network. Als wir unsere das letzte Mal zurückgelassen haben, habe ich gerade einen Kampf beendet und mit einem Schock festgestellt, dass uns die Zeit davon rannte. Jawohl, und ich habe jetzt zumindest schon mal das gekriegt, was ich haben wollte. Naja, und jetzt sind wir halt hier. In Masters Computer. Ich glaube, ich sollte doch mal nachfragen, ob der wirklich jetzt Master heißt. Das ist vom Gefühl her, weil japanisch und so, ne? Aber. Man weiß ja nicht, ihr setzt ja voraus, dass er in Japan auch so heißt. Ah! Na, warte, du Fisch. Uff, daneben. Und kaputt. So, ich glaube wirklich, viel wird in diesem Computer jetzt nicht mehr sein. Dann nochmal ganz kurz schauen. Können wir gehen? Das ist jetzt schnell erledigt. Oh Mann, wo ich gerade daran denke, ich freue mich überhaupt nicht auf eine bestimmte Stelle im Mega Man Battle Network 2, sollten wir jemals da hinkommen. Das wird Grind. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es jemals so weit kommt. Wir hauen jetzt nach Dentown ab. Um Chor zu suchen. So, wo ist die Ratte? Das glaube ich euch. Ja, war mir klar, dass ich das Zeug nicht habe, das er haben möchte. Ich denke mal, wir kommen auch so ohne den Recovery 300 Chip aus. Ich hoffe es. Endgame. Ah, da ist er ja. Eine Sekunde. Gott, verdammt. Verzeihung. Sie sieht viel zu gewöhnlich aus. Sie ist ein generischer NPC. Sie kann nichts über World 3 wissen. I don't know, because I'm the main character and you are not. Indeed. Moment, habe ich irgendwo mittendrin jetzt in der Story geschlafen? Wann wurde das Endgame erstmals erwähnt? Und heißt der Endgame-Abschnitt in diesem Spiel wirklich Endgame? Habt ihr auch eine Idee, was sein könnte? Eigentlich noch nicht sonderlich schwierig. Ansonsten gehe ich jetzt einfach mal still dort zu ihm rüber. Weil es gibt nur einen, auf den diese Beschreibung passt. Ein Ex-World 3-Mitglied. Ich würde jetzt sagen, könnte man leicht vergessen, weil das ziemlich am Anfang ist, aber dann wiederum ist das mit ca. 5 Stunden her oder so. Dann wiederum in Let's Play-Teile eingerichtet, könnt ihr euch nicht verübeln, wenn ihr es vergessen würdet, aber. Unser Kollege hier. Yes.
Juhu! Alright! Ein Internetaufenthalt kommt sofort. Und wir gehen mal zwecks einsammeln von, World-3-Pin-Zugängen von Lance Computer aus dahin. Dann kommen wir nämlich an allen vorbei. Hoffe ich. Also einer ist jetzt noch hier. Den werden wir unterwegs mitnehmen. Gott sei Dank sind die Chips mittlerweile so stark, dass die schwächeren Gegner schon mal gar keine Chance mehr haben. So, hier ist der erste. Und da ist Trilance. Nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Aber ich denke mal, der Code wäre für eine Pokémon Advance ganz gut. Sonst wäre das Ding nicht so versteckt. So, jetzt probiere ich mit meinen wunderbaren kartografischen Fähigkeiten. Ah, warum habe ich die zweite mit ausgewählt? Ja, was auch immer. Dann halt so. Und weg. Nichts, was zwei Sonic Waves nicht richten könnten. Jo, ich lag richtig. Ja, das ist es. Hört auf! So. Lass mich mal ganz kurz auf meine Karte glotzen, um herauszufinden, wo ich hin muss. Das ist da, glaube ich. Muss ich kurz nachdenken, habe ich Skyman tatsächlich besiegt? Weil den Zugang brauche ich jetzt. Weil ich glaube schon. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Es geht den ganzen Weg hier gerade umsonst. Mach den Mund auf. Danke. Könnt ihr mal aufhören, hintereinander zu stehen? Danke. Dann kann ich euch nicht gleichzeitig auslöschen. So schaut's aus. Jupp, hab ich. Erstmal speichern. So, schöne neue Internetwelt, ha? Huh? Die sehen ja freundlich aus. Ja, super freundlich. Man merkt's. Ah, komm. Den jetzt noch schnell platt, weil uns die Zeit wieder davon rennt, das ist unfair. So, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, Leute. Macht's gut und bis dann.